Ich habe Ihnen hier mal ein Berechnungsbeispiel gemacht. Und ich möchte vorwegschicken, mit beiden Dingen, die hier aufgeführt sind, kann ich mich vor Gericht stellen und sagen, so ist es. Das ist nichts gefaked, das ist nichts, was nicht normell wäre. Das ist genau so, wie Sie innerhalb Ihrer Ermessensspielräume so etwas in die eine oder andere Richtung drehen können. Und wenn Sie hier sehen, Sie haben 7 Euro zu 6,50 Euro nachhaltige Miete, geringer Unterschied. Sie haben 3 oder 4% Liegenschaftszinssatz, 50 oder 60 Jahre Restnutzungsdauer. Alle anderen Parameter sind völlig gleich geblieben und Sie kommen auf eine Differenz von über 25% oder 50.000 Euro. Beides formal völlig richtig und notfalls vor Gericht vertretbar im Großteil der Fälle. Sachwertverfahren, noch komplizierter. Hier bekommt auf einmal der Bodenwert eine besondere Bedeutung. Was ist der Bodenwert? Die meisten leiten den Bodenwert aus Bodenrichtwerten ab, deren Ermittlung oftmals kompliziert ist und schwierig ist, speziell dann, wenn Sie Grundstücke haben, die innerstädtisch liegen, da wo seit Jahren oder Jahrzehnten kein unbebautes Bauland mehr verkauft wurde. Wie wollen Sie da wirkliche Werte haben? Diese Dinge sind immer nur Richtwerte, also anzupassen. Zu- und Abschläge für unterschiedliche Zustandsmerkmale, masterbauliche Nutzung, arterbauliche Nutzung, Grundstückstiefe und was es da alles gibt, viele, viele Dinge. Herstellungswerte sind nicht der tatsächliche Herstellungswert Ihrer Immobilie, sondern Normalherstellungskosten. Vom Bundesbauministerium ermittelt mittlerweile stark in der Kritik, ob es noch neue gibt zur Immowert-V, ist fraglich. Sich hier wiederzufinden, ist schwierig. Es gibt eine Menge Zu- und Abschläge, es gibt Spannen, hier die richtigen zu wählen, gar nicht einfach und damit auch schwierig, den richtigen Wert rauszubekommen. Genauso Restnutzungsdauer. Verwechseln Sie nicht die Restnutzungsdauer in wirtschaftlicher und in technischer Hinsicht. Theoretisch ist ein Gebäude mehrere hundert Jahre standfest. Wie lange die Nutzung aber eines solches Gebäudes möglich ist, ist eine schwierige Geschichte. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Autohäuser von großen Autoketten in Deutschland haben mittlerweile eine Nutzungsdauer von unter 10 Jahren. Warum? Weil die Konzerne verlangen, dass sie das Ding alle paar Jahre komplett revitalisieren. Hier einen Sachwert zu rechnen, ist völlig absurd, weil sie die Restnutzungsdauer hier meistens falsch einschätzen. Und dann ist das Wichtigste der Sachwertkorrekturfaktor. Laut Gesetzgeber müsste er eigentlich überall flächendeckend ermittelt werden. Wenn Sie sich mal damit beschäftigt haben, wie das funktioniert, äußerst schwierig. Ich war letzte Woche auf einer Veranstaltung vom obersten Gutachterausschuss. Ein großes Thema zu dieser Ermittlung und oftmals falsch. Sie zählen einen jeden goldenen Wasserhahn, eine jede Marmorfliese und zum Schluss sagen Sie, aber nach meiner Marktkenntnis Sachwertabschlag 30%. Können Sie die Sicherung, die Sie vorher gemacht haben, wegschmeißen. Denn darin steckt dann alles. Ich habe Ihnen ein Beispiel wieder gemacht. Wieder mit ähnlichen Werten. 300 Euro zu 250, Herstellungswert 605 zu 45, 30 Jahre, 40 Jahre, 10%, 20%, Unterschied 28%, 50.000 Euro, beides formal richtig. Aber wie nah am Markt? Das ist die Frage. Das beste Verfahren ist das Vergleichswertverfahren. Aber lassen Sie sich nicht täuschen, auch das kann ich manipulieren. Beim ersten Punkt ist es, Sie haben schon mal oftmals Probleme, geeignete Vergleichsobjekte zu finden. Was ist denn bitte geeignet? Wie transparent sind denn wirklich diese Märkte? Die Gutachterausschüsse haben zwar Daten, müssen sie auch erheben. Die Frage ist, wie werten Sie sie aus? Wie viel gibt es dort überhaupt? Sie haben einfache Lagen am Land für Einfamilienhäuser, die sehr individuell sind. Wie vergleichbar sind diese Daten? Äußerst schwierig, wirklich kompliziertes Thema. Sie brauchen eine ausreichende Anzahl, 3 oder 4, da ist die Zufälligkeit einfach zu hoch, dass das nicht passt. Manchmal erreichen aber auch 5, 6, wenn es wirklich hinhaut, könnte das wirklich die beste Aussage machen. Aber was auch wichtig ist, und da ist leider unsere Verwaltung noch ganz weit hinten nach Anpassungsfaktoren. Wie groß ist denn der Unterschied von Baujahr 90 auf Baujahr 95? 5%, 2%, 10%, keiner weiß es, wir haben es ermittelt und ich kann Ihnen sagen, gegen dem, was in der Literatur so unterwegs ist, lineare Wertminderung, Immobilien verlieren am Wert nicht linear. Sie verlieren zum einen gleich nach dem Erstbezug über 10%, denn dann haben Sie eine gebrauchte Immobilie, dann hält sich das einigermaßen stabil.
Nach 10 Jahren geht es nochmal massiv nach unten und dann geht diese Linie wieder ziemlich nach oben. Und Sie haben in unterschiedlichen Baujahrsarten unterschiedliche Wertminderungen, wie es zum Beispiel 60er, 70er Jahre Immobilien heute eigentlich große Probleme haben in Hinsicht auf technische Dinge, Isolation, Anforderungen an die Energieeinsparung. Hier sind die 60er, 70er Jahre Immobilien oft problematischer, wie zum Beispiel die alten Häuser um 1900, weil dort die Wärmedämmung aufgrund der Riesenmauern oftmals besser ist. Ohne Bedeutung ist ja völlig der Bodenwert. Sämtliche Erträge sind weitgehend außen vor, wenn Sie keine großen Abweichungen haben und den Herstellungswert interessiert also auch nicht. Bedeutet, das wäre eigentlich das richtige Verfahren, aber auch das manipulierbar. Wie gesehen, dadurch, dass ich diverse Objekte rauswerfe, die mir nicht gefallen, die mir den Wert in die eine oder andere Richtung vielleicht verzerren, bekomme ich unterschiedliche Ergebnisse. Wenn ich breite Spannen habe, kann ich hier einigermaßen auswählen. Wenn ich Anpassungskoeffizienten entweder gar nicht verwende oder keine empirisch erhobene, kommen auch Differenzen raus. Und hier habe ich bewusst geschrieben, je nach Auswahl kann hier der Wert zu hoch oder zu niedrig sein. Beides wieder formal völlig richtig. Nachdem wir auf der Hotline oft angerufen werden, nachdem wir ja jetzt ein bisschen sagen, wir haben Kompetenz in der Immobilienbewertung, würde ich mir jetzt erlauben, ein paar kurze Ausflüge in Rechte und Belastungen zu bringen, mit denen Sie vielleicht auch das eine oder andere Mal zu tun haben. Grundbuchauszug sich angeschaut, in Abteilung 3 irgendwelche Eintragungen sind dort vorhanden. Was ist es denn? Ich möchte anfangen mit zwei Dingen, die für Sie wichtig sind. Wohnrechte und Nießbrauch. Diese beiden Geschichten sind sogenannte beschränkt persönliche Dienstbarkeiten. Da gibt es eine Person, die berechtigt ist, an dieser Immobilie irgendwas zu tun, darin zu wohnen oder den Nießbrauch, also die Mieten daraus zu bekommen. Solche Dinge können den Wert Ihrer Immobilie auf Null bringen. Wenn Sie ein Wohnrecht eingetragen haben für einen 25-jährigen Mann, dann ist die Immobilie praktisch wertlos, zumindest zum Stichtag heute. Für A finden Sie niemanden, der das kauft, und B, wenn der irgendwann einmal verstorben ist und die Wohnung frei ist, dann ist so ein geringer Wert abgezinst vorhanden, dass das kein Mensch mehr kauft. Geh- und Fahrtrechte sind oftmals mit Vorsicht zu genießen. Befassen Sie sich damit, Sie müssen dazu die Grundakten sich holen. Was sind Grundakten? Grundakten sind die Notarurkunden, die der Eintragung einmal zugrunde gelegt haben. Sie müssen schauen, wo ist denn bitte diese Fahrt? Wo ist denn dieser Gehweg? Das müssen Sie freihalten. Es gibt Geh- und Fahrtrechte, die ein Grundstück unbrauchbar machen. Da können Sie Gemüse drauf anbauen, aber kein Haus drauf bauen, obwohl es baurechtlich vielleicht zulässig wäre. Also mit dem müssen Sie sich befassen. Es gibt ein paar andere Dinge, die meist ohne Bedeutung sind, Leitungsrechte unterirdisch, wenn Sie irgendwelche Dinge haben, die auch oftmals zur eigenen Erschließung des Grundstücks dienen. Löschbare Eintragungen gibt es auch so ein Thema. Es ist oft mal irgendein Unsinn drin, den Sie nicht nachvollziehen können. Es ist zum Beispiel in manchen Grundstücken in der Münchner Innenstadt ein Fischereirecht eingetragen. Oder ein Brauerei, der Verbot von Unterhalt von Schank- und Brauanlagen. Woher kommt das? Diese Grundstücke haben den Münchner Brauereien gehört. Diese Dinge sind im Grundbuch nie gelöscht worden, interessieren sie aber nicht. Ist interessant zu lesen, aber das war es auch. Hat keine Wertermittlung, hat keine Bedeutung auf die Wertermittlung. Was wichtig ist noch, Vorkaufsrechte. Hier gibt es unterschiedliche Vorkaufsrechte. Vorkaufsrechte für den ersten Verkaufsfall, Vorkaufsrechte für jeden Verkaufsfall, bedingte Vorkaufsrechte, speziell in dem Fall, dass Sie einheimischen Bindungen haben, was in Bayern oder in Sachsen durchaus üblich ist. Ganz genau anschauen, solche Dinge können den Verkauf Ihrer Immobilie unmöglich machen. Sie brauchen in jedem Fall immer eine Zustimmung des Berechtigten, die würde ich mir vorher einholen, sonst ist der Verkauf schwierig bis unmöglich. Ein kurzes Wort noch zum Thema Erbbaurecht. Normalerweise ist es im deutschen Grundstücksrecht so, dass das Gebäude und das Grundstück fest verbunden ist. Demjenigen, dem das Grundstück gehört, gehört auch das Gebäude. Punkt. Der einzige Fall, wo das anders ist, ist das sogenannte Erbbaurecht. Hier werden auch zwei unterschiedliche Grundbücher gebildet. Das eine Grundbuch mit dem Grundstück, mit der Belastung, und ein Erbbaurechtsgrundbuch. Ein Erbbaurecht ist prinzipiell nichts Schlechtes, sondern was Gutes. Und es kommt immer mehr. Warum? Weil sehr oft genutzt wird,
um steuerliche Probleme zu umschiffen für bilanzierende Landwirte. Die katholische Kirche zum Beispiel in Bayern macht es ständig. Halb Niederbayern gehört der katholischen Kirche wieder zurück, übergeben in Erbbaurecht, also von einer gewissen Bedeutung. Es ist vererblich, verkaufbar und beleihbar. Man muss ein paar Dinge berücksichtigen, speziell bei der Beleihung. Und man muss sich den Vertrag wirklich schon genau anschauen zum Thema Restlaufzeit, Heimfall und Erbbauzins. Aber solche Dinge werden immer mehr kommen und mit sowas müssen Sie sich auch befassen. Und vielleicht, wenn Sie sich ein bisschen auskennen mit dem Thema, können Sie einen Auftrag annehmen, weil Sie sich damit auskennen, der ein Kollege, der in dem Bereich keine Kenntnisse hat, ablehnen würde.